Buenas tardes, les damos la bienvenida. Vamos a inaugurar hoy esta presentación. Vamos a presentar, tenemos hoy el gusto de recibir y de compartir esta tarde con el doctor Erwin Möde. Wir möchten uns als erstes, Herr Professor Möde, bei Ihnen bedanken, dass Sie unsere Einladung akzeptiert haben und dass wir die Ehre haben und die Freude vor allem auch, diesen Nachmittag bei Ihnen, diesen Abend mit Ihnen zu verbringen. Ja, ich kann das meinerseits nur erwidern. Es ist mir eine wirkliche Freude und eine Ehre, auch auf dem Hintergrund meiner Lebensgeschichte, dieser Einladung jetzt in diesen Stunden nachkommen zu können. Ich danke Ihnen für diese Einladung. Als erstes möchten wir Sie vorstellen. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich Sie auf Spanisch vorstellen, weil Sie Ihre eigene Geschichte oder Biogeschichte, akademische Biogeschichte schon kennen. Dann würde ich das auf Spanisch vorlesen für Ja, die ja. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Hey Laura, Estamos. vielleicht kannst du erklären, wie die Leute diese Übersetzung Ah, können. ya. Recién me indica el doctor Ruta que quizá alguno de ustedes no haya todavía compartido una reunión con el sistema de interpretación. Tienen en la pantalla abajo. A la derecha, tienen abajo a la derecha un símbolo que es un mundo y ahí pueden elegir el idioma en el cual quieren escuchar la conversación. DE es alemán, ES es español. Entonces vamos a comenzar la presentación de hoy, el encuentro de hoy, con la presentación del doctor Möde. El doctor Möde es profesor, doctor licenciado en psicología. Nació el 21 de octubre de 1954 en Landshut, Baviera. Es teólogo católico y psicólogo clínico con especialización en antropología y psicoterapia analítica. Sigue comprometido con la cátedra universitaria en Eichstätt, Ingolstadt, y se desempeña como profesor investigador desde su jubilación que tuvo lugar en el año 2019. Además, es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburg desde el año 1993. Hoy vamos a disfrutar la presentación del doctor Möde y vamos a tener la dinámica que solemos, que acostumbramos y es escucharlo. Si alguien tuviese alguna anotación importante que no quiere olvidar, la puede poner en el chat. Y luego, al terminar la presentación, abrimos el diálogo y, por supuesto, que pueden hacer las preguntas en forma oral. También las pueden escribir en el chat, como cada uno prefiera. So, dann habe ich jetzt Sie vorgestellt und wenn Sie möchten, können wir jetzt anfangen. Ich gebe dann Ihnen das Wort und wir hören sehr gerne und sehr gespannt zu. Ja, sehr geehrte anwesende Damen und Herren, wie schon
jetzt im Verlauf der letzten 10 Minuten mehrfach gesagt. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, besonders bei Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Professor Dr. Rutter. Ich möchte zu Beginn des Vortrages einiges sagen zur Vorgeschichte des Vortrags. Die Einladung kam überraschend via E-Mail an eben jenem Wintermorgen zu mir, als mir zuvor von Buenos Aires träumte, von einem Empfang und einer freundlichen Gesprächsatmosphäre, wie ich sie Jahrzehnte zuvor in Buenos Aires erfahren durfte. Davon träumte ich. Mehrmals in den 80er und 90er Jahren besuchte ich nämlich als junger Psychologe und Theologe Argentinien. Ich reiste mit Analytikerfreunden und Schülern um Juana Danis, die viele Jahre lang an der Staatlichen Universität von Buenos Aires als Professorin für Persönlichkeitspsychologie lehrte. Während der Zeit der Militärjunta emigrierte sie als Psychoanalytikerin nach Deutschland, hielt aber ihre Verbindung zu dem weiten Land Argentinien. Sie gründete 1985 in München ein Institut, das Persönlichkeitsentwicklung psychoanalytisch fundiert in den Horizont von Sprache und symbolischer Ordnung rückt, also in den Horizont der Hermeneutik. Der Hermeneutik, die als Sprach und die der Sprach- und strukturgebenden Kraft des Unbewussten nachgeht. Dieses Institut für Psychosymbolik in München ist eines der allerersten in Deutschland, das sich in Übersetzung und Studium der psychoanalytischen Praxis und Theorie Jacques Lacans zuwandte. Auf diesem sprachanalytischen und anthropologisch-therapeutischen Hintergrund widmeten wir uns in Studiengruppen, Vorträgen, Publikationen, auch der Bibel und anderen Weisheitsschriften. Zug um Zug entwickelte sich dadurch eine Bibelhermeneutik eigenen Profils. Eine Hermeneutik zwischen analytischer Psychotherapie, angewandter Sprachphilosophie und einem Interesse am Text, das sich von keiner Einzelwissenschaft vereinnahmen ließ, auch nicht von der Sacra Theologia und der Philosophia Perennis. Als Lehrstuhlinhaber für christliche Spiritualität und Pastoraltheologie an der einzigen katholischen Universität in Deutschland, nämlich in Eichstätt, blieb ich diesem kombinativen Ansatz über meine Emeritierung 2019 hinaus treu. Mein letztes Buch, Spiritualität und Bibelhermeneutik, erschienen 2019, wagt einen erfahrungsbasierten Zugang zu den Texten der Sprache und Wirkkraft der Heiligen Schrift. Meine jahrzehntelange psychotherapeutische Praxis schenkte mir eröffnende Begegnungen aus dem Seelischen und Sinnhaften, aus der Sprache des Unbewussten, aus einem anderen Sagen, das Disclosure schafft für menschliche Existenz und seinen bewegten Schatten wirft auf die stillen Texte der biblischen Bücher. Umgekehrt bewirken diese Texte in ihrem Sprechen eine Erschließung der menschlichen Existenz, der symbolischen Ordnung des Lebens
und der strukturellen Dynamik des Seins, die dann, wenn sie sich dem Bewusstsein aufdecken, staunen lassen. Das ist dann nicht das so häufig bemühte Staunen der Philosophen, dass es überhaupt etwas gibt. Das Staunen, das ich meine, gehört einerseits zum psychoanalytischen, andererseits zum bibelhermeneutischen Akt, zum Prozess der Rezeption und wirkt erweckend. Es lässt aufhorchen, zumindest das. Dass etwas vom Ereignis des Aufhorchens sich bei uns hier einstellt, das wäre begrüßenswert. Es wäre zeichenhaft für die Sinnkraft der sprachlichen Zeichen, der Signifikanten der biblischen Bücher. Damit, meine Damen und Herren, gehe ich über zum zweiten Punkt, nämlich sprechende Zeichen, spirituelle Hermeneutik des Hörens. Wie soeben angedeutet, möchte ich, um erfahrungsnah und verständlich zu bleiben, zunächst vom Rezipienten ausgehen, also vom Hörer des Wortes, wie Karl Rahner ihn nennt. Hören ist eine Grundtat menschlichen Lebens, die in digitaler Zeitenwende von Atrophie heimgesucht wird. Die psychotherapeutische Praxis hat mit vielerlei Hörstörungen zu tun, die nicht organisch, sondern psychodynamisch-kognitiv bedingt sind. Selbst defensives Weghören als ein Nicht-Wahrnehmen-Wollen, also als völliges Ausblenden des Zuhörenden, das ist eher selten und psychosenah. Viel häufiger geschieht das so tun, als ob man zuhören würde. Das Hören als perzeptiver Akt wird spontan übertönt durch spontane Projektion und Übertragung von Altem auf das real Neue des präsentischen Höraktes. Bei dem Alten kann es sich um mitgebrachte Affekte und Emotionen, um Erwartungen, persönliche Meinungen oder um eigenes Wissen und erworbene Vorurteile handeln, die mit dem Zuhören auch das responsive Antworten verunmöglichen. Bereits im Hören kann also verzerrende Übertragung ansetzen. Psychiater von Format wie Bion und Lacan analysieren ein solches, sich im Hören verweigerndes Zuhören als Attack on Linking beziehungsweise als eine Supposition, die vernichtend wirkt auf das Hören selbst, auf Sprache und Kommunikation, auf Anerkennung und nicht zuletzt auf Wahrheit. Klinisch kurz formuliert. Projektionsbesetztes, unterstellendes Hören, gestörte Sprache, Fehlinterpretation und schließlich Power Struggle um die Deutungshoheit gehen zuerst destruktiv, endlich oppressiv ineinander über. Streit und Verstummen, Spaltung und Dominanz bleiben also schlimmstenfalls als pathologische Reste. Warum, meine Damen und Herren, hebe ich die Pathologie des Hörens hier so hervor? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil jedwede Deutung, ob psychoanalytisch oder bibelhermeneutisch,
dieser subsistierenden Pathologie eingedenk bleiben sollte. In der deutschen Sprache entscheidet das Präfix ver über hören oder verhören, also über das Gelingen oder Verfehlen von Sprache und Beziehung. Theologie, Texthermeneutik und Spiritualität bedürfen notwendig des Hörens auf Sprache bzw. Texte in der Achtsamkeit schwebender Aufmerksamkeit. Für die stillen biblischen Texte gilt, dass sie nur dann zum Sprechen kommen, wenn man ihnen, möglichst unvoreingenommen, Hör- und Resonanzraum schafft. Das Sagen der Bibeltexte lässt sich ebenso wenig verzwecken wie der psychoanalytische Wortsinn des flüchtigen Augenblicks. Allerdings habe ich in Jahrzehnten psychoanalytischer Deutungsarbeit durchaus Klienten erlebt, die mich dafür bezahlen wollten, dass ich ihnen recht gebe. Jedwede Hermeneutik ist also bedroht vom Zweckdienlichen, von Selbstbestätigung, vom wissenschaftlichen und kirchlichen Ringen um Deutungskompetenz und Deutungshoheit. Die spirituelle Hermeneutik des Hörens auf die Texte verlangt hingegen, dass sie zunächst einmal buchstäblich und wörtlich zu vernehmen sind, mit gleichbleibender Aufmerksamkeit für die Leerräume zwischen den Worten. Diese Methode hat insofern also etwas mit dem talmudischen Textstudium gemeinsam. Sie meidet die vorschnelle Abstraktion und hört auf die Resonanz des Buchstabens. Der andere Grund, warum ich die Pathologie des Hörens im Kontext von Spiritualität und Hermeneutik so entschieden aufgreife, der andere Grund ist der biblische Zuspruch selbst. Er richtet sich quer durch die mehr als 30 biblischen Bücher und 21 apostolischen Briefe an das Hören und damit an das Herz des angesprochenen Menschen. Höre Israel, Yahweh, unser Gott, Yahweh ist einer. Aus der Wahrnehmungspsychologie lernen wir, dass das passiv-aktive Hören zumindest einen bewegenden Moment lang vorstellungsfrei und bildlos ist, also nicht imaginierend. Für einen zeitlosen Augenblick erlebt der Mensch sich somit jenseits seiner Abwehr-, Denk- und Empfindungsreaktionen angesprochen, betroffen im stillen Hören. Schon der Embryo hört. Hören ist dem Sterbenden die letzte Sinneswahrnehmung, die ihm bleibt, an der Grenze zum Tode. Hören und Hermeneutik gehören auch für Emmanuel Levinas zusammen, wenn es um den Anspruch der Tora an den Leser bzw. Hörer geht. Die Tora beansprucht Beziehung und gibt Führung. Ich zitiere Levinas: Die Tora,
Ein Text, der uns über die Wahrheit hinausführt, hin zum persönlichen par excellence, und das ist Gott. Emmanuel Levinas sagt damit etwas Grundsätzliches, nämlich, dass die biblischen Texte selbst es sind, die den Hörer des Wortes führen. Diesen Texten kommt ein anderes Sagen zu, das hinausführt aus dem psychischen und innerweltlichen, ohne es aufzugeben und ekstatisch zu überspringen. Zugleich führen diese sprechenden Texte den hörenden Menschen in Akte des, ich zitiere Levinas, sie führen ihn in Akte des Sich-Verstehens vor dem Text. So formuliert es Ricoeur. Also eine Art Emmausgang beginnt mit der erschließenden Distanznahme des Hörers, weg von den subjektiven Selbstkonzepten und hin zu transformativer Bewegung auf bisher Unerhörtes zu. Damit, verehrte Anwesende, komme ich zum Thema. Damit komme ich zum Themenpunkt 3, Text und Hörer, ihre Zugehörigkeit. Ich möchte kurz dieses Thema des Hörens und der Zugehörigkeit ein wenig erschließen auf dem Hintergrund von Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas und Jacques Lacan. Hermeneutik zwischen Vita Activa und Kontemplativa, Text und Reflexion, das ist mein Themenpunkt 3.1. Das, was ich Ihnen bisher zu sagen begann, eröffnet mich nicht mit dem Text als etwas objektiv Vorgegebenem, Analysierbarem und zumeist kategoriell Bedeutbarem, sondern es beginnt beim Rezipienten, seinem Wahrnehmen, seinem Hören und primären Erfahren. Das Subjekt der Primärerfahrung kann ein Einzelner, eine Gruppe oder eine Gemeinde sein. Aus Jahrzehnten der analytischen Gruppentherapie bei Juan Adanis und anderen, wurde mir die Gruppe als hörendes Wesen zur Lebenserfahrung. Ein verstehendes Menschen als Animal Soziale und der Bibel als besonderem Sprechort des sich Aussagens und Zusagens. Beides ist ohne den Rekurs auf das Hören unmöglich. Im wissenschaftlichen Diskurs hingegen werden die biblischen Texte fast unweigerlich durch Klassifizierung, Analyse, Deutung von stillen Zeugen zu bloßen stummen Vorgaben im operativen Feld des wissenschaftlich Zweckdienlichen und für deren Drittmittelprojekte passenden. Seit Jahrzehnten bin ich handlungsaktiver Zeuge dafür, wie Generationen von Theologen, Lehrern, Priestern, Ordensleuten hermeneutische bzw. exegetische Theorien lernen, und zwar um wissenschaftliche Anerkennung willen, ohne dass sie sich die Texte, deren Hermeneutik sie fleißig betreiben, auch nur ein einziges Mal laut zu Gehör gebracht hätten. Im Regelfall überwiegt und treibt
die Vita Activa. Dabei gehören doch Text, Sprache, Gehör und Kontemplation gerade dann zuverlässig zusammen, wenn es gilt, die hermeneutische Aufgabe zu vollführen. Eine hermeneutische Aufgabe, die ich mit Paul Ricoeur Zugehörigkeit nenne. In dem deutschen Wort zugehören, Zugehörigkeit steckt, anders als im Englischen, wiederum hören, Hörigkeit, Zugehörigkeit. Damit ist keine punktualisierbare Subjekt-Objekt-Relation gemeint, sondern eine umfassende Relation, deren Referenzialität niemals objektiv verifiziert oder falsifiziert werden kann, weil sie stets multiple, selbsttranszendente Bezüge aufweist. Wenn ich also mit Ricoeur, Arendt, Karl Jaspers, Lacan für Zugehörigkeit als umfassende Relation plädiere, dann schließt dies das Ereignis der Betroffenheit und der Zeugenschaft mit ein. Das heißt nicht, dass die Reflexion schwindet. Nein, aber ihre Stellung bewährt sich als die einer zweiten Reflexion, um es mit Gabriel Marcel zu sagen. Was ist damit methodisch ausgesagt? Ausgesagt wird, dass die Reflexion, ich zitiere Ricoeur, dass die Reflexion niemals das Erste, niemals konstitutiv ist. Sie taucht auf als eine Krise innerhalb der Erfahrung, die uns trägt und uns als Subjekt eben diese Erfahrung konstituiert. Erfahrung verlangt, wenn sie menschliche Erfahrung werden will, aus sich selbst heraus, nach Nähe und Distanz, nach Distanzierung und Differenzierung. Daraus rührt die Dialektik des Fort-Da, des Nahe-Fern, sowie die Dialektik von Zugehörigkeit und Distanzierung. Bibelhermeneutik, wie ich sie verstehe, oszilliert innerhalb dieser umfänglichen Dialektik von Zugehörigkeit und Distanzierung. Bibelwissenschaft, weiterhin Theologie, tun also gut daran, die Primärerfahrung des Hörens, der Begegnung mit dem Wort, nicht ins Unwesentliche auszudünnen. Ansonsten verführt die reflexive Distanznahme schlimmstenfalls zur rationalistischen Entwirklichung der schweigsamen Texte. Manchmal, meine Damen und Herren, denke ich, die Texte seien Kindern ähnlich. Das Verstummen ist die ultimative Abwehr der Kleinen gegen die Übermacht der Großen, Wissenden und Begehrlichen. Dabei können Kinder bezaubernd sein. Auch Texte können verzaubern. Das darf hinüber zu Ihnen nach Buenos Aires gesagt werden, der Stadt von Jorge Borges, dem Meister der Verzauberung. Doch zurück zur bibelhermeneutischen Methodik selbst. Gerade noch sprach ich zu Ihnen von dem, was Paul Ricoeur überschreibt mit La fonction hermeneutique de la distanciation, der hermeneutischen Funktion der Distanznahme. Ich sprach von deren dialektischem Verhältnis zu Erfahrung
und Zugehörigkeit. Diesen windungsreichen Gedanken hoffe ich Ihnen jetzt philosophisch begrifflich nahezubringen, um dadurch und sodann jene komplexe Relation weiter abzuklären, die keinesfalls so homolog funktioniert, wie folgende Reihung es nahelegt, nämlich Rezipient, Sprache, Text, Zugehörigkeit, Reflexion, Interpretation, Transformation. Damit komme ich zu dem Aspekt, zweitens, provozierende Texte, Beziehung statt Wissen. Eine bisweilen höchst subjektive Zugehörigkeit, eine plötzliche Zusammengehörigkeit zwischen dem Hörer des Wortes und dem Text mag sich ergeben oder auch nicht. Sie kann scheitern an den Autonomieansprüchen des Subjekts, an dessen bewusster bzw. unbewusster Abwehr oder an dessen freier Verneinung. Auch dann bleibt unleugbar die Zugehörigkeit des Hörers zum Hier und Jetzt, zu seiner Kultur. Um es mit Ricoeur in einem Zitat zu sagen, wo die Zeichen Texte sind, das heißt Schriften und Werke, die zu unterschiedlichen literarischen Genres gehören. Jeder lebt in seiner kulturellen und subjektiven Unordnung und bestenfalls Ordnung. Jeder lebt sein in der Welt sein und formt sich sein Verstehen. Demgegenüber stehen und sprechen die biblischen Texte von Bekannten und von anderen Ordnungen, von anderen Beziehungs-, Seins- und Lebensverhältnissen. Darüber hinaus provozieren sie, wie Levinas es uns vorhin bestätigte, ein höchst persönliches Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Genau hier tut sich das unüberwindbar Besondere der Bibeltexte auf, wie Jacques Derrida es versteht, nämlich, dass hier, ich zitiere ihn, Gott einfällt ins Denken, so dass damit mit Gottes Einfall die Welt-, Lebens- und Seinsverhältnisse bis hin zu Sterben und Tod radikal anders wahrnehmbar werden. Spätestens hier gerät die in Welt, Zeit und Endlichkeit verhaftete Zugehörigkeit des Subjekts in Krise. Zwei Zugehörigkeiten? So scheint es, dass sie sich unter- und übergreifen. Sie reiben sich aneinander und sie verlangen nach Deutung. Die hermeneutische Vermittlungsaufgabe lässt sich spätestens damit nicht mehr von der vermeintlichen Intention des gesuchten Textautors her bestimmen. Hingegen leitet sich die Interpretationsaufgabe ab aus der Referenzialität der Texte selbst. Sie lässt sich nicht auf die mutmaßliche Intention eines Autors herabdeklinieren. Das hieße, sie ihrer Polyvalenz und Polysemantik berauben. Das hieße, sie ins Dinghafte einer Subjekt-Objekt-Relation zu verhexen, aber nicht sie zu verzaubern. Angesichts solcher Unbestimmbarkeit des Textes
im hörenden Vernehmen des anderen Sagens, an den Grenzen des Weltlichen und Verstehbaren, ist nachzufragen, wie kann der Hörer des Wortes mit dem Wort umgehen? Falls Sie, verehrte Anwesende, mit der so gestellten Frage einverstanden sind, kann ich Sie auf Ricoeurs Konzept der Aneignung hinweisen. In seinem hermeneutischen Essay Du texte à l'action entwirft er den Akt des Sich-Verstehens vor dem Text. Allerdings möchte ich Ihnen nicht verschweigen, dass sich die soeben formulierte Frage nach dem Hörer-Text-Verhältnis auch in Umkehrung einbringen lässt, nämlich, wem soll der Akt, also die Aktion, primär zuerkannt werden? Paul Ricoeur entscheidet sich für das Subjekt, Jacques Lacan für den Text, als aussagendes Sprechen, als Enunciation. Hierin unterscheiden sich Ricoeur und Lacan. Gemeinsam an ihrer Textterminoutik ist ihnen immerhin ein postrationales Element, die Zugehörigkeit von Text und Rezipient betreffend, nämlich wer sich unter Verzicht auf vorgefasstes, mitgebrachtes Wissen auf den Text einlässt, wird, wie Levinas sagt, ich zitiere, zu einer persönlichen Beziehung geführt, zu einer Beziehung, die nicht mehr Wissen ist. Levinas spricht also von einer persönlichen Beziehung. Damit, mit persönlicher Beziehung, spricht er beides an. Die Beziehung, nicht nur den Bezug zum Text der Tora und die Beziehung zu Yahweh, dem Sprachhandelnden vom, Zitat, jenseits des Buchstabens, jenseits des Buchstabens. So überschreibt Levinas den ersten Band seiner Talmud-Vorlesungen. Für Lacan, der in seinem legendär gewordenen Seminär bisweilen exemplarisch auf biblische Texte eingeht, verhält es sich anders. Die persönliche Beziehung zu Sprache und Text verlangt und bewirkt zwar gemäß Lacan den Verzicht auf Herrensignifikant und Universitätsdiskurs, also die Distanznahme des Subjekts von der Ich-Position des Wissens. Aber diese Transzendenz vom Ich zum Selbst, vom Moi zum Je, führt ausschließlich bei Lacan zum Anderen des Textes, nicht zu einer Beziehung zu Gott als dem Anderen des Anderen. L'autre de l'autre n'existe pas. Mit diesem lapidaren n'existe pas exkludiert Lacan jedwede religiöse Metaphysik aus seiner Sprachhermeneutik. Ähnliches gilt übrigens für Heidegger, auch für Hannah Arendt, für Karl Jaspers und für andere Daseinsanalytiker. Lassen Sie mich hier, meine Damen und Herren, möglichst strukturiert zusammenfassen. Für Paul Ricoeur sind Intention und Akt des Lesers bzw. Hörers entscheidend für dessen Erfahrung der Textzugehörigkeit und dessen Befähigung zur Distanznahme ins Reflexive. Sie erinnern sich an seine hermeneutischen Essays Du texte à l'action. Bei Levinas sind es die Texte,
die selbst aktiv an die Stelle der intentionalen Aktion treten. Wenn der Hörer des Wortes es zulässt und sich präsentisch aufmerksam dem biblischen Text hingibt, führt und entführt ihn der sprechende Text über jedes Vorwissen, Wissen hinaus, Zitat, hin zum persönlichen par excellence, und das ist Gott. Jüdisch-christliche Spiritualität und Bibelhermeneutik koinzidieren hier bei Levinas im postrationalen Element der Verführung durch den Text. Für Levinas spirituelle Hermeneutik gilt, ich zitiere ihn, die Tora enthält ein Element der Verführung ohne Täuschung, eine Rhetorik, die heilig ist, im Gegensatz zur menschlichen Rhetorik des puren Humanismus. Zitat Ende. Damit positioniert sich Levinas paradox gesagt eindeutig zweideutig. Den Hörer führen die Texte selbst in die Wahrheit der Tora ein und über jedes Wahrheitswissen hinaus zur persönlichen Gottesbeziehung. Ricoeur betont mit der Führung, die den Texten selbst als Dynamik innewohnt, zugleich das Moment der Intention bzw. Aktion des reflektierenden Subjekts. Für Lacan liegt die Aktion des textbezogenen Subjekts darin, dass es seinen Ich-Widerstand vor dem Verlust der Wissensposition aufgibt und sich der Führung des Unbewussten im hörenden Textbezug anvertraut. Gemäß Lacan ist, ich zitiere, das Unbewusste strukturiert wie Sprache. Dabei leugnet Lacan keineswegs die Funktion der Reflexion, weist ihr aber die Aufgabe, wie Gabriel Marcel es nennt, einer sekundären Reflexion zu. Viertens, Hermeneutik und Historie, diachrone Zeichensuche im unendlichen Regress. Diese hier punktualisierten drei Positionen, Ricoeur, Levinas, Lacan, sollen uns exemplarisch und hinreichend sein für unterschiedliche hermeneutische Bahnungen zum anderen Sagen an den Grenzen des Verstehbaren. Mein Vortrag geht vom Hörer aus, dem Rezipienten des biblischen Wortes, möchte ich mich jetzt unter dem Doppelaspekt der Diachronie und Synchronie zuwenden. Welche Textbegegnung lässt den Hörer aufhorchen, sodass sie ihn in die Gegenwart rückt und seine Zugehörigkeit zum sprechenden, ihn ansprechenden Text so erfahren lässt, dass ein Akt der Transzendenz zu einem anderen Verstehen sich spontan in ihm einstellen kann und sei es auch nur einen zeitlosen Augenblick lang. Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Sprache, Text, Gegenwart, Metanoia können so erlebnisintensiv koinzidieren. Zu dieser Kardinalfrage soll zunächst die diachrone Textanalyse kritisch aus theologischer Perspektive angeleuchtet werden. Mit Hilfe der so skizzierten Kontrastfolie des historisch-kritischen als einer für sich allein unzureichenden hermeneutischen Methode kann im finalen Passus meines Vortrages die synchrone Textachse zumindest angedacht werden. Weiteres mag
schon aus Zeitgründen, die Diskussion erbringen, wird doch ein unermesslich weitläufiger Themenkomplex versuchsweise ins Bewusstsein gehoben. Biblische Texthermeneutik bzw. Exegese mag sich noch so sehr um verobjektivierende Methoden ihrer Kriteriologie und Aussagen bemühen. Der tarpeische Fels im Epizentrum ihrer wissenschaftlichen Verfahren ist die Sprache, und zwar als gesprochene Sprache und als Signifikantensystem mit eigener Dynamik. Jacques Lacan elaborierte in seiner Sprachhermeneutik des Unbewussten die unerschöpflich kompositionelle Sprachdynamik noch vor jeder Reflexion. Die Frage nach der feststellbaren Autorenschaft und Tradierung der Texte greift somit für Lacan, Ricoeur und Levinas ins weithin Ungewisse. Die jüdisch-christliche Offenbarung spricht zu uns nur durch Texte. Die Ereignisse, welche die Theologie als Heilsereignisse qualifiziert, sind jenseits jeder faktischen Beweisbarkeit. Der historische Jesus ist unerreichbar. Der Jesus der Evangelien, schriftlich tradiert, bleibt. Wenn die christlichen Kirchen traditionellerweise und dogmatisch von Wort und Werk ausgehen, also von Bibel, Wort und Heilswerk Jesu Christi, dann ist dieser Zweisamkeit entgegenzuhalten. Woher sollen die Gläubigen vom Heilswerk wissen, wenn nicht letzthin vermittels der Sprache und ihrer Texte? Zu Recht gilt uneingeschränkt der apologetische Grundsatz: Der Glaube kommt vom Hören. Alles, was wir von Jesu Leben und Heilswerk, von den apostolischen Zeugen und so weiter christlicherseits erfahren und glauben können, basiert auf dem schriftlich überlieferten Wort. Keine fromme Rhetorik, keine Ekstase, keine Archäologie und keine Berufung auf Geist, Tradition und Vernunft kann darüber hinwegtäuschen, dass die biblischen Texte das sine qua non, das materielle Fundament des jüdisch-christlichen Glaubens abgeben. Jetzt darf ich ganz kurz hier nachfragen, um nicht zu überziehen, wie viele Sprechminuten werden mir noch bewilligt. Sie haben noch ruhig, noch 10 Minuten mindestens noch. 10 Minuten, das ist... Wenn Sie länger brauchen, ist auch, also wir haben wirklich genug Zeit noch. Ja. Und Sie haben noch genügend Interesse und Aufmerksamkeit. Ja, davon ja, gehen okay. Wir einfach aus. Dann spreche ich so weiter. Ja. Ja. Der Rhythmus stimmt auch. Die Schnelligkeit. Das müssen vielleicht, ja, ich meine, das müssen vielleicht die Dolmetscher sagen. Also Ingrid und... Ja, wir haben Zeit. Ja. Oh, das spricht für Sie. Ja, das Letzte, was ich Ihnen sagte, war, dass der jüdisch-christliche Glaube sine qua non basiert auf Schrift, auf Text. Keine Glaubensreflexion, keine Spiritualität ohne die Texte. Was das generische Verhältnis von Text und Geschichte anbelangt, so spricht Ricoeur zentrierend von Gründungsereignissen. Gründungsereignisse, sie seien, ich zitiere ihn,
Abdruck, Zeichen, Spur Gottes. Das Zeichen Gottes ist in der Geschichte, bevor es im Wort ist. Mag sein oder auch nicht. Die diachrone Dimension der Zeichensuche lässt einen unendlichen Regress zu und die ontologische Frage offen. Die Signifikanten der gewordenen Texte sind hingegen naiv gesagt, sie sind da und hörbar. Die historisch-kritische Exegese, die sich ursprünglich dem Historismus des 19. Jahrhunderts verdankt, sie forscht nach diesen geschichtlich verortbaren Zeichen, Spuren, Abdrücken, nach deren kultureller Zuordnung, ihren mehrfachen Bedeutungsverschiebungen und deren Vermittelbarkeit und so weiter. Sie exploriert und wertet aus unter dem kritischen Vorzeichen der annähernden Objektivierbarkeit der Texte. Äthiologien, plausible Kausalbezüge und Eindeutigkeiten sollen nachvollziehbar etabliert werden. Sie folgen beispielsweise Form- und Gattungskritik demselben methodischen Muster der Vergleichbarkeit im weiteren Sinne. Die Anschlussfähigkeit der Bibelhermeneutik an Religionswissenschaft und damit die allgemeine legitimierende Verbindung von exegetisch-hermeneutischer Theologie und empirisch-phänomenologischer Religionswissenschaft soll derart erprobt werden. Aber auch dann, wenn die Texte solcher Komparatistik unterzogen werden, ist diachrones Forschen die vorzügliche leitmotivische Maxime. Anders, zum Beispiel linguistische, philosophische, didaktische und spirituelle Kompetenzen haben sich dem bald zurückhaltend, bald offen fordernden Herrensignifikanten der diachronisch verankerten Lesart unterzuordnen. Was hätte uns, meine Damen und Herren, wenn er denn personifiziert sprechen könnte, dieser Herrensignifikant als gültig zu diktieren? Ich hoffe, ich war verstehbar. Es geht dabei um den Herrensignifikanten, um die Leitmethode, in dem Fall exegetisch, eines diachronen Verfahrens, das seinen Wert darin sieht, dass es hinsichtlich der Texte unaufgebbare hermeneutische Befunde erbringt. Unaufgebbar auch für die Religionsgemeinschaft, unaufgebbar für die Spiritualität, unaufgebbar für die Pastorale der Kirchgemeinden. Sie werden merken, dass ich dagegen protestiere. Aber ich sage nicht, ich protestiere dagegen, sondern ich erzähle Ihnen das so. Was hätte uns also dieser Herrensignifikant, wenn er sprechen könnte, was würde er uns dann als gültig zudiktieren? Im Stil von Friedrich Nietzsches Zarathustra würde er uns belehren, dass alles, was ist, nur ist, weil es geworden ist. Erforscht man das Werden, versteht man das Sein. Sag mir, woher du kommst, und ich sage dir, wer du bist. So schwadroniert eine alte deutsche Bauernweisheit. Was der Text aussagt, haben, so das Diktat der Diachronie, vor dem andere in ihn hineingesagt. Alles, was der Text zu sagen hat, sind die längst vergangenen Erfahrungen und Vorstellungen der anderen. Seine Bedeutung zentriert sich also rückwärts auf mutmaßlich gemachte und bereits vorinterpretierte Erfahrungen von Unbekannten. Sein Appell richtet sich an unsere Gutgläubigkeit. Was also bezeugen die derart autorisierten Texte? Der jüdisch-deutsche Aufklärer
Gottfried Ephraim Lessing meint, dass sie einen, ich zitiere ihn, garstig breiten Graben bezeugen. Einen garstig breiten Graben zwischen damals und heute. Einen Graben, der, so Lessing, durch kein Kunststück überwindbar ist. Das führt mich zur Hermeneutik des garstig breiten Graben. Ich darf dieses Thema dann vielleicht doch für Sie etwas verkürzt in freien Worten darbringen. Das Problem, mit dem Lessing sich hier bereits vor 200 Jahren befasste, ist sehr wohl eines der theologischen Hermeneutik, der Bibelhermeneutik heute. Wäre sie ausschließlich rückwärts gewandt, im historisch-kritischen Sinne alleine, so entstünde dieser garstig breite Graben in dem Augenblick, in dem der Hörende, der vom Text Angesprochene, sich fragt, was sagt aber mir heute, jetzt dieser Text? Eine lediglich diachrone Methode reicht nicht hin, um hermeneutisch den Hörer des Wortes weiterzubringen. Dementsprechend komme ich dann zu dem Ergebnis, dass man, das ist mein Punkt Nummer 6, eine Hermeneutik des Präsentischen entwickeln sollte. Diese Hermeneutik des Präsentischen, sie kann mehr sein als ein Desiderat, mein Themenpunkt Nummer 6, der abschließende Punkt meines Vortrags. Eine Hermeneutik des Präsentischen ist seitens der Theologie neu zu entdecken und weiterzuentwickeln aus Inspirationslehre und Mystik heraus. Im Bewusstsein neuer, sprachhermeneutischer, subjekttheoretischer und spiritualitätspraktischer Ansätze. Sie sind schon deshalb von hoher anthropologischer Relevanz, weil sie den Diskurs um das Religiöse in postmoderner Zeitenwende polysemantisch inspirieren können. Die rationalistisch-technischen Züge der Moderne, so wie sie bereits Horkheimer Adorno als bestimmend ausmachten für die Dialektik der Aufklärung, sind längst schon postmodern in Demaskierung begriffen. Die Einheit des Subjekts, mithin dessen autonomes Ich und die aufgeklärte apologetische Maxime des Fides Querens Intellectum unterstellen eine kompakte Selbstverantwortung und Handlungsidentität, die es so am Subjekt gar nicht gibt und die sich kulturell nur um den Preis der Verdrängung und infolge ihrer Sekundärgewinne auf Zeit halten ließ. Verdrängt aus dem medienbesetzten Tagesbewusstsein wie aus dem wissenschaftlichen Diskurs, den Lacan den Universitätsdiskurs des Herrensignifikanten nennt, wird mit der Wirkmacht des Unbewussten und dem reflektierten Erleben menschlicher Ohnmacht so ziemlich alles, was den Menschen nicht, als Zitat von Freud, Herr im eigenen Haus bestätigt. Mit der methodischen Verleugnung transsubjektiver Ursprungs- und Wirkmächte erschafft sich ein Wissen, welches das Absolute a priori negiert. Ein vermeintliches Wissen, das die Abgründe harmonisierend meidet und die Persistenz dessen marginalisiert, was Derrida la différence nennt, nämlich die Differenz als transzendentales Prinzip der Sinnkonstitution.
Nur durch Verdrängung lässt sich, mit Horkheimer Adorno gesagt, Zitat, die geheime Utopie im Begriff der Vernunft weiter betreiben. Was aber sichert diesen Prozess? Eine Theologie der Spiritualität, die in Spiritualitätsgeschichte ausufert, und eine Bibelhermeneutik, die ihre Wahrheit und Methode nur im Horizont des Geschichtlichen bergen wollte. Solche Spiritualität und Hermeneutik wäre kopiert. Sie würden sich selbst verkürzen. Erst wenn sie die Sprachdimension des Präsentischen, ihrer lebendigen Zeichenhaftigkeit, ihrer Sprache und ihres Schweigens, ihrer Dynamik des Anderen und Unbewussten akzeptiert, gewinnt sie die Aussagekraft, die aufhorchen lässt. Dann hören die biblischen Texte auf, Ausgesagtes zu sein. Dann werden sie zu dem, was sie je schon sind. Ein Aussagen, ein Zuwenden, ein Zusprechen an den Hörer vom Anderen her. Ein Zusprechen an den Hörer vom Anderen her. Der Andere, den Lacan verneint, der, wie ich meine, sich im Logos der Sprache andeutet, bedeuten lässt und wieder ihm zieht, um unbegreifbar zu bleiben. Könnte es sich nicht doch so verhalten, liebe Anwesende, dass der sprechende Gott, der sich Mose als ewig präsenter offenbart, dass sich dieser hintergründige Gott in der dynamischen Präsenz der zeichenhaften biblischen Texte wie in einem gebrochenen Spiegel anzeigt und so in das Bewusstsein des Rezipienten, wie Derrida es sagt, einfällt. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem Enigma, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich gebrochen, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns auch herzlich Vielen Dank. Für diesen Vortrag. Gerne. Dann möchten wir jetzt die Runde eröffnen, die Fragenrunde, Kommentarrunde, also jeder, der eine Frage hat, einen Kommentar oder sonst was, hebt die Hand, da sind wir schon. Lydia da. Lydia, si quieres comenzar. O era un aplauso. Vielleicht war es ein Applaus und nicht eine eine Hand, eine hochgehobene Hand. Auch angenehm. Auch gut. Herr Kollege Rutter. Ja, Carlos. Ich werde auf Spanisch sprechen, ja? Quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando aquel que escucha la palabra se enfrenta a ella y para que esa experiencia sea transformadora, siempre es necesario cierta crisis, es decir, cierta
un distanciamiento con respecto a sí mismo para poder percibirse de otra manera y permitir que el texto nos interpele. Sin embargo, el peligro siempre está aquí. De escucharnos tan solo a nosotros mismos. Tan solo escuchar lo que ya sabemos. Tan solo escuchar lo que queremos escuchar. Y en ese sentido, parecería también imprescindible para ese contacto con la palabra actual, presente, el acompañamiento de otro, de alguien que nos despierte, nos provoque ese distanciamiento con nosotros mismos. Me gustaría escuchar su reflexión de esa relación, por un lado directa, inmediata, con la palabra, con el texto, y la necesidad de cierta mediación de lo otro. Eso como primera pregunta. Zunächst möchte ich bestätigen, dass das Element der Vermittlung, beispielsweise durch die Gemeinde, durch die Tradition, durch andere, dass dieses Element natürlich von notwendiger Wichtigkeit ist. Mir ist in diesem meinen zeitlich bemessenen Vortrag zunächst einmal wichtig gewesen, auf das Element der, wie man sagen könnte, der Beeindruckbarkeit, auf das Element der Krise hinzuweisen, auf ein möglichst gereinigtes, unvoreingenommenes Hören und sich einlassen. Dieses Einlassen ist die eine Seite. Die andere Seite in dieser Dialektik von Zugehörigkeit und Distanziertheit. Die andere Seite ist, dass ich herausnehmen, zu distanzieren von der Erfahrung. Und das wäre es wohl auch, was Gabriel Marcel die zweite Reflexion nennt. Und damit infolge dieses Erlebens eine möglichst positive Verarbeitung im Subjekt möglich ist, bedarf es sicherlich mehrerer hinzukommender Faktoren, wie den Faktor der Gruppe, der Gemeinschaft, der Weiterführung des Textes, der Tradition. Katholisch-kirchlich gesehen ist es eine Frage nach der Relevanz des Lehramtes. Nur stehen zu bleiben auf dem einen Bein, auf der Erfahrung der transformativen Intensität des Hörens, wäre zu wenig. Aber es ist nötig, diese Primärerfahrung, um dann auf dem Hintergrund dieser schon etwas bewirkt habenden Primärerfahrung
in die sekundäre Verarbeitung umso positiver eintreten zu können. Ja, so. Vielen Dank. Wie war das, Herr Kollege Rutter, war das ja. Seine Antwort? Ja. Mhm. Daniel Goldmann hat die nächste Frage. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición. Y yo pensaba, ¿sí?, que tal vez el proceso diacrónico también tiene que cruzarse con un proceso espacial. Y cuando me refiero al espacial, es dónde analizamos específicamente la voz y el texto y el hombre, ¿sí? Es decir, el análisis hermenéutico que posiblemente se pueda hacer en la universidad es totalmente diferente al análisis que se puede hacer en un templo o que se pueda hacer cotidianamente en la calle, ¿no? Eso haría justamente que de algún modo las expresiones vertidas por usted a partir de los diversos pensadores que trajo no la constituyen como contradictorios unos a los otros. No sé qué si esto es correcto o no, ¿no? Doch, das stimmt, was Sie sagen. Das versuchte ich in zwei Begriffen zumindest ins Wortspiel zu bringen, nämlich dem der Polyvalenz und der Polysemantik. Es sind natürlich in der Synagoge, im Gottesdienst, im privaten Beten und Studieren der Schrift, im Universitätsdiskurs verschiedene Ebenen. Verschiedene Ebenen, die analytisch wieder verschiedene Valenzen, verschiedene Polyvalenzen erzeugen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Das habe ich immer angestrebt. Nur eine Ebene sollte man nicht vergessen, die von mir anfangs erwähnte, weil ich meine, dass auf diese Weise doch eine Erfahrung mit dem Wort im Subjekt heranreifen kann, die auch für andere Diskurse hilfreich sind. Bueno, danke schön. Ja. Bis jemand sich meldet, habe ich eine ganz konkrete Frage. Und zwar, Sie haben den Begriff der Zugehörigkeit dargestellt. Und Sie haben diesen Begriff, also die Zugehörigkeit, als eine umfassende Relation definiert. Meine Frage ist, diese umfassende Relation zwischen dem Wort und demjenigen, der das Wort hört, also zwischen dem Wort ja. und dem Hörer. Ist das tatsächlich oder kann das tatsächlich als eine Beziehung definiert werden, die gleichwertig ist, wenn wir von einer umfassenden Relation reden? Und ich denke als Beispiel, wenn wir vor einem Text stehen, den wir übersetzen müssen. Wenn Ricoeur in diesen drei Essays über das Übersetzen sagt, das ist wie ein Berg, der uns im ersten Moment unerfassbar vorkommt, unbesteigbar vorkommt. Und erst wenn wir anfangen, den zu gehen, können wir uns den aneignen. Wann entsteht oder ist es ist es wirklich denkbar, dass diese Beziehung, diese
Zugehörigkeit doch eine umfassende Relation ist, wo beide Teile gleichwertig sind, oder ist es ein Streben, das wir haben, dass diese zwei, dass das Wort und der Hörer doch gleichwertig sind und nicht, dass einer die Macht hat auf dem anderen. Das heißt, ob das Wort die Macht oder die, ja, so mehr Macht hat auf dem Hörer hat, als der Hörer auf das Wort. Aha. Oder auch, ich weiß nicht, ob das... Ja, ich denke, ich habe Sie verstanden. Wenn ich von Zugehörigkeit spreche, dann, wie Sie gerade gesagt haben, dann tue ich das auf dem Hintergrund von Ricoeur, von ihm ist das Wort, und ich habe es mir geborgt für meine Worte, weil Hören dabei ist. Zugehörigkeit heißt Hören auf. Und umfassende Zugehörigkeit, darunter meine ich, dass diese Zugehörigkeit, die sich in einem machtfreien Raum zwischen Wort und Subjekt gestaltet, dass sie sich immer weiter gestalten wird. Sie sprachen von dem großen Berg, der zu besteigen ist. Erst wenn man einen Berg besteigt, das kann ich Ihnen sagen als Mensch, der aus Bayern kommt, erst wenn man einen Berg besteigt, dann merkt man, das ist eine unbegrenzte Sache. Also diese Zugehörigkeit zwischen dem Hörenden und dem Text, sie wird sich immer wieder im weiteren Hinhören überbieten. Sie wird sich immer weiter vertiefen. Vielleicht so wie bei Übersetzungen, je mehr man sich mit einem Text befasst, desto mehr merkt man, dass jede Übersetzung noch einmal sich übersetzen könnte. So ungefähr in diese, also insofern würde ich das so aufgreifen, wie Sie das, Frau Koratti, gesagt haben. Ja? Also kein Machtgefälle, keine Fixierung, sondern im Geschehen des Hörens, der Mitteilung, eine Vertiefung, die sich immer umfassender wird, aber ja, nicht fixierend ausgemacht werden kann. Ja, aber doch diese, sag mal, dass die Macht keine entscheidende Rolle spielt, ist das ein Wunsch, ein Streben von uns oder also so als, oder sollten wir eher zugeben, dass die Macht doch diejenige ist, die da das Wort hat, gerade, um das irgendwie so zu sagen? Ja, ich denke, der biblische Text hat eine Sonderstellung unter all den Texten der Welt. Es gibt so viele Texte, die wollen uns tatsächlich machtvoll beeinflussen und manipulieren. Die Psychoanalyse ist hoch darauf sensibilisiert, was es bedeutet, wenn Menschen durch Machteinwirkung zu Subjekten von machtvollen Texten werden. Elterliche Worte, Worte von Mächtigen. Die Gefahr, dass ein Sprechen die Balance zum Subjekt verliert und letztlich, das meinte ich auch mit dem Herrensignifikanten, eine bestimmte
eine bestimmte Interpretation seiner selbst durchsetzen möchte, ist immer gegeben und verlangt immer Aufmerksamkeit. Wäre unser Leben anders verlaufen, die Psychoanalytiker würden bankrottieren. Und beim biblischen Text ist es sicherlich so, es ist ein besonderer Text in symbolischer Fügung, der nicht diesen Machtanspruch wie menschliches Zusprechen zu uns übertragen wird. Es ist ein besonderer Text, der besondere Resonanz und auch einen besonderen Freiraum in der Antwort schafft. Vielen Dank. Bitte. Carolina. Carolina, sí. ¿Estás ahí? Sie hat die Hand gehoben, aber wir sehen sie nicht. Mm-hmm. Ay, Carolina, si quieres hacer la pregunta. Sí, sí, ahí está, ahí perdón, está. No escuchaba, sí, es que tenía sí. Bajo el volumen. Sí. Bueno, sí, muchas gracias por la conferencia, profesor, y bueno, por el intercambio que se fue dando. Muy interesante. Yo quiero hacer una pregunta que va un poco en una línea distinta a lo que, como que toma otro aspecto, digamos, de su presentación. Siempre se insiste mucho, por lo menos en la historia y la filosofía, ¿no es cierto?, con la cuestión de la metáfora visual y de la metáfora de la visión como una forma privilegiada de acceso del conocimiento, ¿no?, como una constante en la tradición filosófica. Y usted trajo algunos autores que permiten pensar en la audición, ¿no?, como un sentido privilegiado, digamos, de acceso al conocimiento. Yo lo que le quería preguntar es que, más allá de los argumentos que usted presentó de los autores y demás, ¿por qué la audición se configura como un paradigma, digamos así, tan potente? ¿Por qué la audición? ¿Por qué el sentido de la audición? No sé si soy clara. Warum kann ich nicht beantworten? Ich kann nur sagen, dass das Hören unersetzbar ist. Natürlich ist das Sehen, die Imagination etwas unersetzlich Wichtiges in der Wahrnehmung und im täglichen Leben. Von einem besonderen, grundsätzlichen Stellenwert, das ist sehr wohl auch meine Erfahrung als Psychoanalytiker, ist das Hören. In der Tora, wie auch in der christlichen Bibel, ist das Hören tatsächlich primär vor dem Imaginären, vor dem Sehen. Ähnliches findet sich auch in der tibetischen Heilkunde. Das Hören ist primär. Und es scheint mir von einer großen anthropologischen Aussage zu sein, dass der Embryo bereits hört, aber er sieht noch nicht. Dass der Sterbende noch hören kann, aber er sieht vielleicht nicht mehr. Also das Hören hat unter den Sinnen sein Alleinstellungsmerkmal, das meine ich schon. Und aus biblischer Sicht ist es fraglos, dass das Hören als primäre Qualität und als primäre Anforderung Jahwes an den Menschen immer wieder quer durch die Tora und quer durch die Evangelien
betont wird. Ja. Muchas gracias. Danke. Quizá sea interesante recordar lo que Gadamer dice con respecto al tono, al sonido. Was Gadamer denn er sagt, die Philosophie des Hörens ist die, die diese Disposition oder diese Eröffnung zu dem anderen darstellt oder ermöglicht. Und deswegen, wenn er dann beschreibt, der Ton hat auch oder trägt auch den Sinn. Der Ton, wie man redet, wie laut, wie leise, wenn er dann sagt, wenn die Kinder laut reden oder leise reden, was sie damit erzielen. Und das ist, was vielleicht so, da wurde neulich, habe ich so gehört, ja, die Ohren haben ja keine Lieder, die können wir nicht bewusst oder automatisch zumachen wie die Augen. Die sind immer offen, die Ohren. Die können wir, gut, wir können sie mit den Händen zudecken, aber es ist diese Bereitschaft oder Eröffnung zu dem anderen. Und das ist eine Proto-Disposition oder Disposition, mehr vielleicht als das Sehen, als das Ikonopische. Ja. Ja, mir fällt dazu noch ein, also in der Philosophie der Patristik bei den Kirchenvätern, besonders bei Origenes, den ich mit hohem Interesse als Student studierte. Origenes sagt, das Hören exponiert den Menschen. Die Augen kann man schließen, aber der Ton, die Stimme, die Sprache, das erreicht einen wie eine Berührung. Einen Menschen ansprechen, also die Ohren, das heißt für Origenes ihn berühren. Berühren im Schall, im Ton. Lacan argumentiert anders. Lacan sagt, dass das Schauen, das Bild, das Imaginäre auch immer den Aspekt des Ein- und Ausgrenzens beinhaltet. Den Aspekt einer, wie er meint, eben dann imaginären Ganzheit. Man könnte es einfach so sagen, Bilder können auch täuschen. Man meint, man hätte es jetzt. Es wäre durch das Bild begreifbarer geworden. Aber das muss gar nicht sein. Also ich denke, diese Frage Hören, Sehen, das durchzieht so die Philosophiegeschichte und die Spiritualität, auch die Mystik, das ist eine große Frage, das Hören, das Schauen und in den, also wenigstens in meiner Art der Psychotherapien, bei Juana Danis, vielleicht auch bei Renate Helmich, die auch dabei ist bei uns jetzt, ist das immer ein gewisses Kriterium. Begibt sich jemand in Bilder hinein? Spricht er aus den Bildern heraus? Oder ist er offen, jenseits der Bilder, für ein hörendes Angesprochenwerden? Aber der Stellenwert von Wort und von Imagination ist in der Psychologie und in den Psychotherapien ein zu Recht häufig diskutierter. Danke. Carlos. Sí, Carlos. Profesor, quisiera preguntarle acerca de quienes
frente al texto bíblico, no experimentan nada que los conmueva. Nada que los conmueva en dirección a la fe o en dirección a su propia existencia, a la transformación de su propia existencia. Y quisiera preguntarles acerca de qué podría decirnos sobre la raíz, el origen, de dónde viene esa imposibilidad de una experiencia transformadora, de una experiencia que le interpreta al sujeto frente al texto bíblico. Y si esa impotencia para experimentar algo espiritual, en el sentido de existencial, está vinculada o no con cierta configuración lingüística del inconsciente. Also letzteres kann ich nicht beantworten, ob das mit einer linguistischen Gestalt des Unbewussten zusammenhängen würde. Der Aspekt ist interessant. Ich meine, dass es auf Widerstand basiert. Dass ich würde davon ausgehen, dass jeder Mensch sich hörend auf Texte beziehen kann, wenn er das zulässt. Wenn er es nicht zulässt, weil er bestimmte Vorurteile hat, dann wird der Hörakt nicht geschehen. Er wird nicht performieren sein. Es bleibt bei der Ablehnung. Ich habe allerdings in 30 Jahren psychotherapeutischer Sitzungen mit den meisten Menschen, mit denen ich arbeitete, war es so, dass sie sich atheistisch verstanden. Und ich kenne von all den Menschen, die in 30 Jahren auf meiner Couch lagen, keinen, der nicht irgendwann, wenn es ein bestimmter Kairos war, sich dann einem Aspekt des biblischen Wortes verweigert hätte. Also kurzum, ich gehe davon aus, dass es in der Freiheit des Subjekts liegt, beziehungsweise in dessen unbewussten oder bewussten Widerstand gegenüber von Texten, die performativ auf sich einwirken zu lassen oder nicht. Meine persönliche Erfahrung hinsichtlich der biblischen Texte im therapeutischen Bereich war die, dass eigentlich alle Menschen, die ich hier so kannte, dann sich einem Wort, das aus der Bibel war, öffnen konnten. Nicht, um es jetzt zu glauben, sondern um dieses Wort zu nehmen oder diesen Satz oder diesen Vers zu nehmen als eine Aussage von woanders her, die ihnen eine semantische Hilfestellung sein kann. Vielen Dank. Gerne. Ja, aber diese Erfahrung hat zu tun auch mit der Hilfe der Therapeuten, ja? Ja, ja. Das heißt, eine Verbindung zwischen Schrift und Subjekt oder Person. Ja, also das heißt, es ist ein gewisser Resonanzraum. Person. Ja. Mhm, in einem gewissen, schon vorgeprägten Resonanzraum. Ne? Das.
Sí, Daniel. Sí, yo quería por ahí completar lo que Carolina había preguntado, ¿sí? Y me parece que el concepto, por lo menos en Levinas, ¿no? Y creo que en mi neófito conocimiento de Lacan, es que la idea de la palabra, ¿sí?, es constituyente del pensamiento, ¿sí? Y en la medida en que es constituyente del pensamiento, no es que hace una referencia específica a la función biológica de la escucha, ¿no?, sino a la estructuración de un discurso, que en definitiva eso es lo que hace a la conceptualización, ¿no? Por lo menos creo en este sentido, en algún tipo de recorte de la cultura o de ciertos aspectos de la cultura occidental, ¿no? Creo que a eso es lo que apunta la idea de la escucha, ¿no? ¿Es correcto, profesor Mude? Ja, das stimmt absolut, was Sie sagen. Bei Lacan ist der Diskurs des Unbewussten ein Diskurs der Sprache im Sinne von La Langue, und es ist kein Diskurs der Bilder. Die Bilder leiten sich ab aus diesem primären Diskurs, den Sie gerade geschildert haben. ¿Puedo agregar algo en relación a esto? Que estaba pensando cuando empezó a aclarar este punto Daniel. Una frase de Aristóteles, que es Aristóteles el que dice que la audición es el más lógicos de los sentidos, porque justamente es el que permite la mejor captación del logos. Y no solo más lógico, sino que Aristóteles mismo dice que habla de la primacía de la audición por sobre la visión. Es un texto que Gadamer remarcó mucho y que se olvida frecuentemente, ¿no? Y es que el sentido primario es el sentido de la visión. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Das wusste ich nicht, dass Aristóteles das so klar differenziert hat. Mir ist noch in Erinnerung bei Origenes und bei anderen, die ja auch Aristóteles rezipierten, auf ihre fromme Weise vom Logos Spermatikos, dass das Wort diese gewaltige Kraft habe, Leben zu erwecken. Also bei Aristóteles, aber auch, wie ich vorhin sagte, bei den frühen Kirchenvätern, wird dem Logos diese Kraft, diese lebensspendende Kraft zugeschrieben. Ja. Ja. Profesor, ¿cómo se constituye ese espacio de resonancia? Das würde ich jetzt von der subjekttheoretischen, psychoanalytischen Seite her versuchen aufzugreifen, diese Frage. Die Frage ist, wie wird der Resonanzraum für die Beziehung von Sprache, Text, Subjekt gebildet? Das ist eine Grundfrage, natürlich auch im psychotherapeutischen, und da ist zu antworten, das wird zunächst gebildet, indem Widerstände abgebaut werden. Das klingt jetzt sehr simpel, aber es ist hochinteressant, im psychoanalytischen Geschehen zu erleben, wann jeder von uns wie vorbewusst, bewusst, unbewusst Texten begegnet mit den eigenen habituellen Voreinstellungen. Die dürfen auch sein, aber die Sensibilisierung dafür ist wichtig.
Also der Resonanzraum wird etabliert, indem das Bewusstsein für die eigenen Widerstandshaltungen gegenüber der Beziehung, der hörenden Beziehung zunächst einmal verdeutlicht werden. Das ist in der Psychotherapie eigentlich sehr langwieriges Geschehen, dem Einzelnen immer wieder aufzuzeigen, dass sein Hören die und jene Störungen aufweist, die und jene Übertragungen aufweist, die vermeidbar wären. Und tatsächlich ist das ein Ziel, klassischerweise in der Psychoanalyse, einen Resonanzraum derart zu erstellen, dass der Analysant zu einem möglichst uneingeschränkten Hören, zu einer Beziehungsform des möglichst uneingeschränkten Hörens und damit auch Antwortens kommen kann. Verständlich ist für die Antwortgabe dann auch wieder wichtig, dass es ein Raum ist ohne Machtgefälle, ohne Angst und so weiter. Also ich finde noch letzte Bemerkung vielleicht, Herr Kollege Rutter, dazu interessant, die frühen Kirchenväter, wie hier die Rolle der Abbas, der Äbte war. Ihre Aufgabe war nicht im zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus die Mönche machtvoll zu beeinflussen, sondern ihre Aufgabe war, in ihnen diesen Resonanzraum zu schaffen. Und das versuchten sie nicht durch Drohung, sondern wieder durch das Wort. Das versuchten sie durch eine sensible Einfühlung in die Aufnahmefähigkeit ihrer Hörer, in die Aufnahmefähigkeit der Mönche. Vielen Dank. Si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo. Si no es el caso, o si ya estamos, iríamos agradeciéndole nuevamente Herrn Möde bedanken und dann würden wir dann unsere schöne Sitzung dann so zu Ende bringen und uns nochmal herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie von so vielen verschiedenen Perspektiven auch uns dieses Thema heute dann beigebracht haben. Denn das war wirklich besonders, so wie ich das verstanden habe zumindest. Ja, lassen Sie mich sagen, der Dank ist wirklich auch auf meiner Seite, besonders jetzt für die Fragen. Ich habe in meinem Leben so viele sinnlose Fragen erlebt. Ich habe in meinem Leben so viele böswillige Fragen erlebt, so viele Fragen, die aus Langeweile gestellt werden, so viele falsche Fragen. Und ich habe mich wohlgefühlt, diese 2 Stunden bei Ihnen, wahrscheinlich so etwa 12.000 Kilometer weg von Buenos Aires und doch verbunden. Ich danke Ihnen für die Fragen, für die Kommentare, die mir zu denken geben und die mich weiterbringen. Es waren Fragen, die mir geholfen haben. Und ich hoffe, meine Antwortversuche haben Ihnen auch das eine oder andere gesagt. Für mich war es ein guter Abend und dafür danke ich Ihnen. Vielen, vielen Dank. Es ist bei Ihnen jetzt sehr spät und deswegen bedanken wir uns besonders. Vielen Dank.
Gerne. Und bleiben wir in Kontakt. Gracias, Erwin. Nächstes Mal werden wir ein Bier trinken zusammen. Herr Kollege Rutter, das wollte und möchte ich Ihnen auch ganz ernsthaft und fest vorschlagen. Bleiben wir in Kontakt. Und ja, bleiben wir in Kontakt. Vielen einem Dank. Einem Bayern zu sagen, ein Bier trinken, das ist immer gut. Ja. Genau. Herzlichen Dank y muchísimas gracias a todos los que, a todos y todas las que nos acompañaron. Y muchísimas y gracias, gracias a Ingrid, a Mario, Mario, y a este enorme trabajo. Muchísimas gracias.